Nach den letzten nerdigen Projekten, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wenn ihr es noch nicht getan habt, habe ich heute hohen Besuch da. Sarah von Vier Pfoten ist da und wird uns heute zeigen, wie wir ein Katzenhotel bauen und uns erzählen, was ein Katzenhotel ist. Sarah, bevor du uns das gleich erzählst, gebe ich euch kurz einen Überblick darüber, was wir an Material verwenden werden und wie wir vorgehen werden. Wir haben 2 cm starke Dreischichtplatten im Baumarkt unseres Vertrauens zuschneiden lassen, ein paar Dämmplatten und Scharniere eingesackt und für das Dach eine Dachpappe. Mit ein paar Schrauben und Haken setzen wir alles zu einem Kasten mit Dach zusammen. Dafür müssen wir 4 Platten noch schräg anschneiden, was Sarah nach einer kurzen Einweisung machen wird. Den Link zu Plan, Material und Zuschnittliste findet ihr in der Videobeschreibung. Mich, Vier Pfoten und MyHammer würde es nämlich freuen, wenn ihr auch so ein Teil baut. Dazu gibt es aber später noch ein paar mehr Infos, was ihr alles braucht und wenn ihr mal gesehen habt, was so alles abgeht. Sarah, jetzt zu dir. Was ist Vier Pfoten und was ist das Katzenhotel? Vier Pfoten ist eine internationale Tierschutzstiftung. Wir arbeiten seit über 30 Jahren daran, die Welt ein bisschen besser zu machen für Tiere, die mit uns als Menschen zusammenleben. Da fehlt ganz viel Respekt und Liebe den Tieren gegenüber und da arbeiten wir ganz stark dran, das zu verbessern. Das Katzenhotel ist ein Teil von unserem Streunerkatzenprojekt in Deutschland. Es leben rund 2 Millionen Streunerkatzen in Deutschland, versteckt und von Menschen nicht gesehen. Und die Tiere leiden wirklich. Sie sind verwurmt, haben Krankheiten, vom Auto angefahren, haben Hunger, frieren im Winter. Und das Frieren im Winter, das ist der Punkt, worum wir uns heute kümmern, weil im Winter brauchen die Tiere wirklich einen Unterschlupf und dafür ist das Katzenhotel da. Super, können wir auch gleich loslegen. Die richtigen Schuhe hast du an. Können wir jetzt direkt mit dem Zuschauer anfangen. Damit die Katzen das Hotel auch betreten können, werden wir gleich Löcher in die Platten sägen und dann können die Katzen durch die Löcher in den geschützten Innenraum. Dass kein Wind durch die Hotellobby durchzieht, hängen wir noch einen Filzvorhang auf, den wir in Streifen schneiden. Als Dämmung nehmen wir etwas Ähnliches wie Styropor, nur dass Polystyrol keine Kügelchen hat, die um die Umwelt fliegen könnten. Diese Platten packen wir zwischen die Innenwände, unter die Bodenplatte und an den Deckel. Dass die Katzen mit ihren Krallen die Deckelschicht nicht zerstören können, kommt darauf noch eine dünne Holzwerkstoffplatte. Mögen die Spiele beginnen! Vielleicht war es ein bisschen unfair. Liegt am Hammer. Dass ihr einen kurzen Überblick habt, wie viel man für sowas ausgibt. 75 Euro haben wir circa ausgegeben, aber wenn ihr zu Hause noch irgendwelche Platten da rumliegen habt, also das heißt zum Beispiel Dämmungsplatten vom letzten Umbau oder irgendwie diese Dachbahnen hier oder sowas, dann nehmt die auf jeden Fall her. Das spart ein bisschen noch was ein und ihr könnt trotzdem damit was Gutes tun. Wir haben ungefähr jetzt 6 Stunden gebraucht, aber das lag auch daran, dass wir eine Menge mit der Kamera noch rumgespielt haben. Also das Ding ist locker in 4 Stunden zusammengebaut und es macht richtig Laune. Sarah, bist du denn mit unserem Ergebnis hier zufrieden? Ich bin super zufrieden auf jeden Fall. Und wir fahren jetzt gleich ins Tierheim Aschaffenburg und gucken mal, ob die richtigen Profis, die Miezekatzen, das auch so schön finden. Genau, mal einen Hoteltest machen dürfen. Thank you.
Lilly ist auch eine Streunerkatze und anscheinend professionelle Hoteltesterin. Sarah, was würdet ihr euch bei Vier Pfoten wünschen und an wen sollen diese Hotels weitergegeben werden, beziehungsweise wo sollen die aufgestellt werden? Also wir wünschen uns natürlich am meisten, dass diese Häuschen erstmal gebaut werden. Das heißt Tischler oder Schreiner als Projekte für Auszubildende zum Beispiel. Das wäre natürlich super, wenn es mehr und mehr von diesen Häusern geben würde. Und am besten werden sie aufgestellt bei betreuten Futterstellen zum Beispiel, wo es halt mehrere Katzen gibt, wo es große Populationen gibt. Oder auch wenn sie an Tierheime übergeben werden, damit die auch die entweder weitergeben können oder auf ihrem eigenen Grundstück aufstellen können. Ich fände es cool, wenn ihr Ausbilder und Chefs da draußen mit euren Lehrlingen solche Projekte angeht. Genauso fände ich es cool, wenn ihr Lehrlinge dieses Video gesehen habt und es dann euren Chefs zeigt und es vielleicht vorschlagt, als Ausbildungsprojekt zu machen. Zweites Lehrjahr zum Beispiel, einfach mal um eure handwerklichen Fähigkeiten zu testen und gleichzeitig auch noch was... Ich spreche anscheinend zu laut. Entschuldigung, Mäuschen. Und gleichzeitig auch noch was Gutes für die Streunerkatzen zu tun. Die gute Lilly hier, die hat uns heute sehr, sehr guten Dienst geleistet. Wir lassen dich jetzt auch wieder in Ruhe. Anscheinend möchtest du wieder ein bisschen mehr für dich sein. Wenn ihr diese Hotels baut und ihr habt noch Fragen, dann wendet euch gerne an uns und macht Bilder von eurem Bauprozess und schickt die auf jeden Fall an Vier Pfoten auf Facebook und Instagram, genauso an MyHammer und an mich. Cat-Content finde ich immer geil. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit diesem Fellball kuscheln, soweit er es zulässt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ach ja, und mich würde es freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss. Tschüss. Danke auch an euch. Hast du die Leckerlis gefunden? Ja? Nimmst du jetzt auseinander?